gezogen. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Anno 1602. Wir spielen heute Anno 1602 und wenn ich mich richtig erinnere und auf dem Zettel hier schaue, der vor mir liegt, dann hatten wir potenziell Probleme mit Lebensmitteln. Nämlich damit, dass die Nahrung zur Neige geht. So. Das heißt, wir sollten da ein Auge drauf halten. Der Rest war ja irgendwie okay. Ja, Kakao. Der Rest war ja irgendwie okay. Aber Nahrung war irgendwie ein Problem, deswegen können wir eigentlich mal drüber nachdenken, ob wir nicht sagen, wir bauen auf einer von dieser Inseln. Ich glaube, das war auch der Plan, dass wir hier irgendwie mal sagen, was gab's denn hier Tolles? Kakao, Baumwolle und Gewürze. Dass wir hier vielleicht mal sagen, wir machen hier mal ein bisschen radikal Tabula Rasa und so. Also so hier die Bäume. So. Und dann könnte man ja hier zum Beispiel mal sagen, nein. So, wir bauen ein bisschen Weizen an. Und das wäre ja von hier aus weg. So würde das ja gehen. Könnte man sogar hier noch ein bisschen hochgehen. Und theoretisch könnte man sogar sagen, das würde ja sogar bis hier gehen. So, dann könnte man nämlich hier eigentlich schon fast sagen, 1, 2, naja, 3 klappt nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall sagen, 1, 2, 3, also 4 kriegen wir irgendwie unter. So, dann würde ich das doch mal machen. Dann bauen wir da mal Weizen an. So. So. Und dann brauchen wir ja im Prinzip eine Mühle. Und einen Bäcker. Dann können wir mal schauen, ob uns das mehr bringt. So, aber bevor wir das machen, machen wir halt hier mal den da, den da und wenn ich es richtig sehe, sogar so. Ja, wunderbar, das reicht. Das sind dann vier so Korndinger und dann können wir da unten irgendwie Bäcker machen und Gedönse und so, genau. So, und das wären 5 und 2, das heißt, 4 kriege ich auf jeden Fall hin. Und dann wird es mit dem anderen Spaß vielleicht ein bisschen interessanter. Wir können allerdings... Steine brauche ich nicht, oder? Brauche ich für die Mühle Steine? Nö. Und für die Bäckerei auch nicht. So, und was wäre mit dir und was ist mit dir? Ah, du bringst den Alkohol. Sag mal, du bist nur im Weg, ey. Und du bringst Tabak. Und hier schauen wir nochmal. Ja, Lebensmittel. Definitiv Lebensmittel. Gut. Dann ist es gut, dass wir das da unten bauen. Und dann können wir eigentlich schon mit dem großen Schiff da unten hin. So, geh mal hier zurück. Wir laden die Steine noch aus.
Und dann kannst du wieder auf Route gehen. So, Info, Route, Route. So. Wir sind auch hier drüben. Und dann müssten wir ja jetzt gleich Farmen bauen, wie bekloppt. Wir hätten theoretisch Steine mitbringen können oder Werkzeuge oder irgendwas anderes. Kaufe ich hier eigentlich irgendwas? Ja, ich kaufe Werkzeuge ein und Holz brauche ich nicht einkaufen und Steine habe ich noch. So, und hier hätte ich Lebensmittel ohnehin schon. Und Schmuck habe ich hier auch schon. Das heißt, den Schmuck könnten wir eigentlich auch gleich mitliefern, ne? Da müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr verkaufen. Ich meine, Geld haben wir genug, also das ist nicht das Ding. Geld haben wir echt genug. So, wir können theoretisch eigentlich schon sagen, wir fangen schon mal an, oder? Also sie sind noch nicht so ganz Gold, aber... Ach, pfeif drauf. So... So. Und der wäre so. Gut, und dann würde das ja hier bedeuten. Wir machen den Weg hier mal so, vielleicht. Und dann können wir hier sagen, zack, zack, zack. Und zack. So, und das würde bedeuten, dass wir hier an der Stelle eine Mühle bräuchten. So, die Mühle wäre hier eigentlich gar nicht so schlecht platziert, glaube ich. Vielleicht auch hier sogar. Naja, da ist die Mühle auch okay. Ist die Frage, für wie viel brauche ich halt in der Mühle? So, okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch eine Mühle. So, und die waren mehr so da und dann mache ich die mehr so da. Gut. Und dann können wir eigentlich auch schon gleich einen Bäcker bauen. Eine Bäckerei. Vielleicht... Vielleicht da so, ne? Also Korn hat er auf jeden Fall genug. So, wir legen erstmal die Route fest. Nö, die machen wir jetzt so. Und dann sagen wir hier Goldschmuck und dann sagen wir hier Lebensmittel. Und dann gehen wir natürlich wieder zurück. Und sagen hier Lebensmittel. Und sagen hier Goldschmuck. Und den würde ich dann eigentlich auch fast nicht mehr verkaufen wollen.
So, die Auslastung von den beiden ist gut. Deine Auslastung ist wahrscheinlich auch gut. So, und dann bin ich ja mal gespannt, was der. Ich könnte eigentlich noch Steine gebrauchen. Dann machen wir hier vielleicht noch mal ein paar Plätze hin. Platz, Platz. Okay, und dann schicken wir dich mal los. Wunderbar. Und das bedeutet aber hier, dass wir keinen Schmuck mehr verkaufen. Der kann in die Tonne und ich würde dann gerne auch mal speichern mal wieder. So, und dann können wir mal schauen, ob das mit den Lebensmitteln klappt. Noch natürlich nicht. Tabak ist noch in Ordnung. Gewürze ist noch in Ordnung. Kakao ist noch in Ordnung. Alkohol und Ding ist auch noch in Ordnung. Verkaufen. Theoretisch können wir Alkohol verkaufen. Und zwar bis zu einem Bestand von 100 Tonnen. Was haben wir? 120. So, da unten haben wir ja noch ein Schiff. Wie gesagt, wir müssen erst die Situation mit den Lebensmitteln retten, bevor wir da wirklich noch uns weiter vertiefen können. So, ich hoffe, das reicht. Vielleicht muss ich noch ein paar mehr bauen. Ich habe halt leider keine Ahnung, was ergiebiger ist. Ist es ergiebiger, Getreide zu haben oder ist es ergiebiger, Fleisch zu haben? Das weiß ich einfach leider gar nicht. So. Wie gesagt, da habe ich leider keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass ich das Zeug halt prinzipiell auf Bananeninseln packen kann. Das hier zum Beispiel. Weil es halt einfach wächst. Und nicht wirklich ein Problem ist, wo das wächst. Und wie das wächst und warum das wächst. Sondern es wächst einfach. So, und die Nahrungsmittel, die wären gerade wieder in Ordnung. Die steigen gerade wieder. Alternativ können wir eigentlich Nahrung auch einkaufen, fällt mir da gerade ein. Naja, ich würde es jetzt ganz gerne mal so ein bisschen beobachten. Wie geht es? Wie gesagt, vielleicht reicht mir das ja schon. Vielleicht rettet mir das ja schon den Hintern. Die sind 95, die sind 95, der ist 95, das heißt, es ist wunderbar. Das heißt, theoretisch könnte ich nochmal so 4 hinpacken. Ja, mach mal ein bisschen Holz. Du darfst jetzt übrigens auch wieder Nahrung produzieren. Weil theoretisch könnte ich ja mal gucken.
So, wenn wir jetzt hier sagen, das ist ja Wald. Ah. Beleuchtet, nicht beleuchtet. So. Die da unten darfst du behalten. Genau, wunderbar. Okay, wir haben das. Dann kann ich theoretisch hier noch ein bisschen wegmachen.